I'm a sexy, I'm a plexi, I'm a plexi, plexiglas. Servus Leute, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr einschaltet zur letzten Folge von Persona 3 Reload. Oder ist es vielleicht gar nicht die letzte? Ja, ich weiß ja nicht, was passieren wird. Deswegen muss ich das so sagen. Es könnte ja sein, dass es jetzt nach diesem Endfight, den wir hoffentlich auch bestehen werden, schauen wir mal, jetzt kommt ja nix. Wir sind schon bei nix. Jetzt kommt nix mehr. Nee, aber jetzt wird halt nach dem Fight, ich weiß ja nicht, was passieren wird, ne? Deswegen sage ich das ja so. Wird die Zeit geskippt oder passiert noch was? Das weiß ich nicht. Ich meine, hoffentlich schaffen wir das erstmal und dann gucken wir mal. Also deswegen muss ich das jetzt mal so sagen. Vielleicht kommt ja noch mehr und ich habe das gar nicht erwartet. Deswegen legen wir einfach los und schauen mal, was passieren wird. Entscheidungskampf. Passiert was, Leute. Das ist die Bühne, Lego Mio, ey. Endlich angekommen. Flügel schon mal, ein Schwert. Halleluja, was ist das? Oh shit. Ist schon zum Gruseln, finde ich. Fuck. Okay, Leute, ich komme auch mal wieder zurück. Heilige Scheiße. Was? Ryuji soll das sein? Was? Echt? Na okay, wenn ich es jetzt so weiß, ein bisschen was sehe ich darin schon. Moment, nix Avatar. Das ist also nur ein Avatar, nicht tatsächlich die Göttin. Haben wir zwei Bossfights dann oder was geht hier ab? Ich glaube, es ist nur dieser eine Boss hier. Ich meine, das ist vielleicht der letzte Todestanz, ne? Das ist unsere Antwort, würde ich sagen. Puh, was für ein Riesenschwert. Ja, dann los. Der Kampf geht jetzt aber einfach so hier los. Na, okay, schauen wir mal, was passieren wird. Tja, nur wie? Also, können wir überhaupt Schaden machen, ist die Frage. Ich könnte natürlich jetzt meine Theorie einsetzen, aber wäre das nicht vielleicht verschwendet? Deswegen fangen wir mal ein bisschen langsamer an.
Wir machen eine Morgenstern-Attacke vom Lucifer. Und sie hat kein Element. Das heißt, wenn wir hier Schaden machen, können wir Schaden machen. Irgendwas stimmt nicht. Er spricht uns direkt an. Wechselt die Arcana, das kann also nix. Was jetzt? Narr? Ist das Magier? Was bedeutet das jetzt? Ja, Magier war das. Ja gut, das kann sein, aber wenn ich jetzt halt immer so angreife... Egal, wir machen jetzt wieder Allmachtschaden. Das kann ja auch mitzunehmen. Schauen wir uns das mal an. Der Schaden ist krass gut, also das wundert mich sehr. Der geht ja schon fast down. Aber es wird er wahrscheinlich nicht. Machen wir ein paar Buffs. So, Angriff hoch und dann am besten nochmal sowas wie Präzision erhöhen. Oder verringern, besser gesagt, beim Gegner. Das kann ja Yukari. Die Musik im Hintergrund ist die abgewandelte Velvet Room Musik. Danke fürs Healing, aber hätte es gar nicht gebraucht. Mann. Nächster Morgenstern, der muss dich treffen. Jetzt wechselt er wieder das Arcana. Müssen wir alle Arcana durchgehen? Okay, was wird das jetzt? Ist es die Herrscherin oder sowas? Moment, das ist ja Mitsuru. Feuer ist die Schwäche von Herrscherin. Ne, sehen wir ja. Vielleicht werden wir mit Feuer angreifen, aber Eis brauchen wir jetzt nicht probieren. Ich mach mal physische Attacke. Physisch funktioniert auf jeden Fall. Das hat kritisch getroffen. Aber wir können keine All-Out-Attack machen. Okay, dann heile ich mal. Sicher ist sicher. Wir wissen nie, was kommen wird. Ich tippe aber jetzt mal auf eine Eisattacke. Schauen wir mal. Eissturm, tatsächlich. Okay, wenn man die Arcanas gut kennt, dann kann man schon wissen, was kommt so ungefähr, ne? Okay, ich probiere mal eine Feuerattacke. Wartet mal, Leute. Inferno, ne? Mal sehen. Die stärkste Feuerattacke, die es gibt. War aber nicht die Schwäche. Eigenartig, oder? Okay, jetzt wechselt es wahrscheinlich nichts wieder, das Arcana. Was ist das? Der Wagen oder sowas? Ich weiß es gar nicht jetzt. Verdammt nochmal, wir machen einfach unsere Theorie, kann nichts schief gehen. Maximale Feuerkraft. Auf geht's. Und? Boah, schon gleich weg. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Aha, Dunkelheitsattacke. Hä? Ja, das ist eine Dunkelwaffe. Okay, wir heilen mal. Jetzt schlägt nichts zum ersten Mal zu. Das ist noch nicht die Welt, oder? Okay, wir machen jetzt mal eine Theorie, aber nicht die hier. Weil die ist verschwendet gegen diesen Gegner, weil er sowieso das Arcana wechselt. Ich mach mal Trickster, die macht auch viel Damage und die reicht wahrscheinlich. Ich denke schon, dass das gereicht hat. Nee, noch nicht ganz. Okay. So, ich verringere mal die Abwehr bei nix. Wie klein Aigis gerade ausgeschaut hat. Und wir können wieder das nächste Arcana begutachten. Was war denn das jetzt? Es wird auch gar nicht mehr gesagt, was das ist. Okay, was tut sich denn hier? Keine Ahnung, Mann. Ach, das ist das. Gut, das kann unserem Helden nichts anhaben, ne?
Wenn ich aber dieses eine Ding, Amulett, ich kann gar keinen anderen Status haben. Aha, sie kann jetzt Theologie machen. Was ist das? Furcht. Sie hat Furcht. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Tja, ich bin gerade nicht sicher, deswegen greife ich mit Morgenstern an. Der trifft immer. So, heilen wir mal die Furcht bei Yukari, dann kann sie die Theologie gleich machen. Vielleicht können wir noch was anderes noch schnell buffen. So, jetzt Angriff stärken. Sehr gut. Und jetzt können wir die Theologie machen. Machen wir das. Machen wir das. Einfach mal Schaden machen. Ja, ist schon tot. Shit. Und halt jetzt wieder die Arcana wechseln. So, sehr gut. 3800 sogar. Boah. Ach, die Liebenden. Okay. Yes. Ah, Mitsuru. Ich greife jetzt mal mit Blitz an. Schauen wir mal. Widerstand. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Okay, wir müssen sie heilen. Und heilen. Bis jetzt läuft alles recht sauber. Ohne große Probleme. Schauen wir mal. Wenn wir geduldig bleiben, sollte das drin sein hier. Oh nein, Herzensbrecher. Das ist schon wieder irgendein Mist. Nee, das war nur Schaden. Okay, nicht schlimm. Dann muss es eben Wind sein. Wow, wow, wow. Nee, das ist auch eine super krasse Attacke. Auf geht's. Oh, das kann helfen. Rein da. Guter Buff, guter Buff. Mal sehen, was wir bekommen. Aufgeladen und konzentriert. Dadurch ist unser Angriff stärker, Magie stärker. Können wir mit Eis angreifen? Ja, können wir. Ja, dann einfach rein da. Das war's. Geil. Das ist der Wagen. Keine Ahnung, was da die Schwäche sein könnte. Aber es gibt, glaube ich, auch keine. Das ist egal. Shit, geblockt. Der Wagen blockt es. So, jetzt heilen wir uns erst einmal, damit alles wieder in Butter ist. Okay. Todeswunsch. Oh nein, bitte kein Insta-Kill. Nee, war kein Insta-Kill-Attacke. Sehr gut. Vielleicht machen wir mal Entkräften. Dann können wir mehr Damage machen. Ich probiere das mal. Auf geht's. Einfach mal angreifen. Boah, der Schaden ist schon gut, ey. Ich buff uns mal. Jetzt wird die Abwehr ein bisschen erhöht und dann heile ich mal gleich. So, dann ist alles wieder bestens und die Theorien sind auch gleich voll. Wenn wir die einsetzen, können wir gleich mal ein Arcana skippen, mehr oder weniger. Oh, Hitzewelle. Shit, Gott sei Dank habe ich die Abwehr erhöht. Hat nicht viel gemacht. Machen wir mal hier ein Inferno. Aha, die Waage. Waage ist Gerechtigkeit. Keine Ahnung, was da die Schwächen sind. Also körperlich sollten wir angreifen. Es war nicht so viel Schaden. Ich hoffe, dass sie hier ein bisschen mehr rausholt. Ja, war besser. Ja, wir füllen langsam unsere Theorien. Das ist jetzt mit der Heilung auf jeden Fall auch Yukari voll. Damit haben wir jetzt schon drei wieder. Was ist das? Lichtattacke? Nicht so schlimm. Ich mach mal Morgenstern, bevor ich jetzt meine Theorie reinhaue hier. Die macht ziemlich viel Damage. Ah, ich hätte mir aber mehr gewünscht. Artemisia! So, jetzt mal aber diese Theorie. Los geht's. Damit bringen wir sie jetzt auf jeden Fall down. In dieser Runde. Ja, das war klar. Mal sehen, wie viele Arcanas noch kommen, ne? Okay. Was war denn das für eins? Er hat zum Eremiten gewechselt. Okay, alles klar. Wir heilen uns jetzt erstmal. Oh, jetzt kommt aber erstmal die Attacke von Nyx. Gott sei Dank verfehlt, weil ich glaube, das war ihre Schwäche, Blitz. Nee, oder war das von Yukari? Egal, nicht getroffen. Das ist das Wichtigste. Trickster! Und rein da. Ganz gut. Ganz gut. Wir nutzen jetzt keine Theorie erstmal, sondern gehen das Ding einfach so down. Wir können uns nochmal buffen, ey. Das fühlt sich hier wahnsinnig schnell.
Alle sind top motiviert hier im Endfight. Das sollte es gewesen sein normalerweise. Ja, ich denke schon. Und hier kommt Fortuna. Wir greifen einfach an. Scheiß drauf, wir hauen einfach rein. Das war's schon mit dieser Arcana, sehr gut. Warum haut Yukari so krass rein? 4798. What the shit? Ich glaub schon, dass es stärker ist. Ja. Was ist denn jetzt? Mobius Rondo. Was ist das für eine fiese Attacke? War jetzt nicht aber so schlimm. Ja, nehmen wir mal so eine, weil vielleicht wird ja noch was vereist hier. Wobei, ich glaube es nicht. Wird nicht passieren. Ah, da habe ich mehr oft. Egal, wir ziehen es jetzt durch. Theorie machen wir ein andermal. Auf geht's, Diamantenstaub. Warum war das so viel Schaden im Gegensatz zum Arataka, der auch deutlich höhere Stats hat? Ha, ist ja eigenartig. Es war der gleiche Zauber. Was ist denn unausweichlich Katastrophen? Liegt die Chance zur Erlösung? Nächstes Arcana auf jeden Fall. Der Gehängte. Ich greife einfach. So, mal schön hochheilen. Finstere Transzendenz. Mehr Aktion, shit. Okay, erstmal eine physische Attacke. Geil. Nochmal. Nochmal gegen Yukari. Und nochmal verfehlt. Okay, konzentriere dich mal, das ist eine gute Idee. Tja, ist komisch, dass wir nicht den Schaden machen, den wir machen sollten. Warum? Woran liegt das? Das war schon gut, aber nicht das, was man sich halt denkt. Egal, ich gehe weiter. Nochmal Diamantenstaub von Mitsuru. Das dürfte es auch gewesen sein. Yep. Das hast du schon mal gesagt. Sind ihm die Karten ausgegangen? Kommen wir jetzt tatsächlich zum letzten Fight? Weil bis jetzt war es nicht sehr schwer. Das stimmt. Er wechselt doch nochmal das Arcana. Der Tod jetzt. Ach du Scheiß. Oh, jetzt aber. Jetzt wird's übel, glaube ich. Nix wahre Form ist das. Dann frag doch gar nicht. Wir haben eine Theorie, die kann auf jeden Fall auch Schaden machen, auch wenn wir vielleicht gar nicht durchkommen. Ich weiß das nicht. Können wir das analysieren? Keine Schwächen, aber auch keine Widerstände. Ist ja eigenartig. Präzision und Ausweichen können wir auch verringern. Also ich buff jetzt die ganze Zeit nur. Naja. Oh Gott, Apokalypse. Ich habe Armageddon. Aber wie schlimm ist das? Ja, okay, das ist schlimm, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man meint. Denn wir haben richtig geile Sachen hier. Ich habe Perlenkette 13 Mal. Kein Problem, ey. Ja, wirklich nicht. Okay. Und jetzt sind wir dran. Auf geht's. Oh, hat sehr viel HP. Vielleicht ist das wirklich die letzte Phase. Das heißt, wir müssen jetzt nichts wirklich besiegen. Ja, ja, ich denke schon. Dann hauen wir jetzt mal die Akasha-Künste rein, weil die könnten zweimal treffen. Tun sie auch, sehr gut. Und Theorie ist voll geil. Ja, ich mache jetzt einfach Schaden. Ich kann jetzt nicht viel heilen oder so ein Scheiß. Alle sind ja schon geheilt. Okay. Was kommt jetzt? Irgendein mieser Scheiß kommt bestimmt noch. Königin der Nacht heißt das Ding. Alle Arcana-Karten.
Oh, ich ahne Böses. Aber alle haben Wut, außer ich. Und jetzt können wir mit dem Patra-Juwel die restlichen noch heilen. Geil. Ach, Aigis hat's gar nicht erwischt gehabt. Dann mache ich Schaden. Wir machen einfach weiter Schaden, Leute. Boom. Sau gut. Wir können uns jetzt buffen und dann Theogie reinhauen. Das ist ja mal krass. Vielleicht heilt sie auch mal. Das wäre auch geil. Nee, leider irgendwie nicht. Hat keinen Bock in diesem Fight. Dann machen wir das hier und ja, das. Maximale Feuerkraft. Der Schaden ist schon mal da, aber es geht noch nicht down. Ist aber, glaube ich, viel Schaden. 1500. Puh, wir sind fast da, Leute. Ich heile nochmal, dass alle fit sind. Sehr gut. Okay. Eissturm. Macht nicht so viel. Morgenstern, bitte. Nicht schlecht, dieser Schaden diesmal. Oh, die Theorie ist voll. Aber wir hauen trotzdem hier volle Kanne rein. Und? Down? Ist das Ding down? Das kann nicht sein, oder? Haben wir es geschafft? Ich glaube nicht ganz, oder? Ja, nee, ne? Ja, ist es nicht das, was Leben bedeutet? Na klar, müssen wir alle sterben. Shit! Das sieht schon nach dem Ende aus hier. Fuck, was ist das? What? Der Mond? Jetzt kommt wohl die wahre Gestalt oder irgend sowas. Was zum Teufel? Okay. Ja, wenn das passiert, dann haben wir wirklich keine Chance. Aber dann haben wir trotzdem alles gegeben. Warum wird die Dark Hour jetzt aufgelöst? Deswegen, oder was? Und sie sehen den Tartarus jetzt. Krass. What? Was geht denn jetzt ab? Ich verstehe, es liegt an den Menschen selbst auch, ne? Weil sie sich das Ende wünschen irgendwo. Oder ein Teil davon. Wenn wir uns alle als Menschen dagegen wehren würden, würde es aufhören. Oh, Takaya. Was machst du denn noch? So, ich bin auch mal wieder zurück, Leute. Was? Der wird sich wahrscheinlich jetzt auch in so ein Schleimding auflösen, oder? Oh mein Gott. Es ist eine verdammt gute Frage. Wir brauchen ein verdammtes Wunder. Was kommt? What? Shit? Oh.
die Gravitationsenergie? Was zum Teufel ist das? Gute Einstellung. Man ebnet einen Weg, ne? Weil man so dickköpfig ist. Ich verliere langsam das Bewusstsein. Das ist nicht gut. Wo landen wir? Oh shit, wir sehen jetzt ein paar Leute, die wir kennen. Unsere Social Links teilweise. Dann musst du mitkämpfen. Vielleicht ist das der Schlüssel. Die Leute, die wir kennen, mit denen wir verbunden sind. Du gehst dich mal operieren, dein Knie, das braucht ein bisschen Heilung. Dieser Hidetoshi und die Bunkichi sind auch da. Noch nicht. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, genau. Bezahlen, alles klar. Kurosawa, ne? Wer weiß Bescheid. Ich dachte mir, dass wir im Velvet Room aufwachen. Naja. Wird unser wahres Potenzial jetzt vielleicht freigeschaltet? Irgendwas wird passieren. Irgendwas mit Vertrag? Die Stärke meiner Social Links bestimmt das Potenzial. Was ist jetzt los? Ich spüre, wie die mächtigen Emotionen meiner Freunde in mein Herz fließen. Kenji! Krass. Ich finde das echt witzig. Von daher wäre es cool gewesen, wenn wir alle maximiert hätten. Ich finde das so cool jetzt. Das ist doch Frau Toriyumi, ey. Mensch, Maiko. Sava. Cool. Oh mein Gott, dieser Typ. So ist es. Und wie? Gott, es waren schon einige Social Links, ey. Akinari, wer warst du überhaupt? So wichtig, die Social Links. Was wird passieren, Leute? Eine neue Arcana-Karte. Was ist das? Ja, was ich sagen wollte, es ist doch so. Dank der Fähigkeit von unserem Arataka hier gibt es einen Weg.
Was heißt das? Wir kommen oben an oder was? Das ist ja ein Aufzug. Jetzt check ich's erst. Das ist so crazy. Der Schluss ist cool, ey. Was zum Teufel? Joker haben wir. Geil. Uiuiuiui. Aha. Jetzt aber, hm? Das wahre Potenzial wohl, hm? Tun wir doch gar nicht. Andererseits haben wir auch gute Verbindung zu einigen aus dem Team. Ich glaube, das ist es, was wir tun müssen, oder nicht? Boah, krass. Alter. Was ist das, ein Ei? Hö, was ist denn jetzt los? Haben wir einen Fight hier zu machen? Aber alleine können wir diesen Fight doch nicht machen. Das ist tot? Was für tot? Das sieht aus wie ein Ei, Leute. Was geht denn hier ab? What the shit? Boah, wir müssen alleine kämpfen mit Unterstützung der anderen in unserem Herzen, so auf die Art. Die Musik ist ja geil. Okay, er hat uns ein bisschen geheilt. Wir können nicht viel tun. Ich meine, ich tue, was ich kann, nicht wahr? Greif mir an! Das war nicht so viel. Und jetzt kommt er erneut tot. Wahrscheinlich kommt es wieder genau so, dass wir gerade noch so überleben. Verfehlt. Ist ja witzig. Okay, da kommt die nächste Kraftwelle auf uns zu. Geil, vielleicht stehen wir mal aufrecht langsam. Aha. Schon besser, wir können eigentlich nur normal angreifen. Das war auch nix. Und erneut. Die Welle des Todes, oder wie soll ich das nennen? Geblockt. Witzig. Kurumaru! Ja, das wollte ja. Hey, Shinjiro! Da kommt auch noch was auf uns zu. Okay, jetzt oder nie. Jetzt sind wir der wir sind. Persona? Universum? Großes Siegel? What the shit? Okay, ich geh mal weg. Das ist irgendeine Sequenz, irgendwas in der Richtung. Das große Siegel. What? Huh.
Im All. Gute Frage. Yamagishi. Aizu buji ka? Hikari ni tsutsumareta toki, zenbu kiete shimatte. Uso da ro? Doitsumo koitsumo, nicht schon wieder jemand gestorben. Watashi tachi mo hinochi o kakeru kakugo de. Ya, tsuteru kakugo de koko made kita tou no ni. Ich glaube, das überleben wir. Watashi wa konna ni mo muryoku na no. Daishi na hito o mamorenai no. Watashi sono tame ni koko made kita no ni. Iru desho? Wakatten dakara. Kanuta ga inakunatta nante zettai shinjinai. Henji shite yo. Kikoeteru desho? Watashi tachi wa koko desu. Koe o kikasete. Ich meine, unser Zauber hieß Universum, nicht wahr? Und es sieht aus wie das Universum. Wir sind irgendwo hier. Ich höre, wie sie alle verzweifelt nach mir rufen. Oh, ich kann antworten. Mir geht es gut. Oh, Ryuchi. Oder nix. Wohl eher nix. Wir haben es geschafft, Leute. Der dürfte sich auflösen. Jawohl. Was ist mit den Menschen, die sich komisch verwandelt haben? Die Frage ist, werden wir auch alles vergessen? Ganz gechillt. Ist das nicht herrlich, Leute? Ja, geschafft. So cool. Während des herzlichen Wiedersehens neigt sich die Darkauer still und leise ihrem Ende zu. Und sie wird nie zurückkehren. Durch ein Wunder wurde die Welt vor dem Ende bewahrt. Der Frieden wurde wiederhergestellt und die Leute widmeten sich wieder ihrem hektischen Leben. Niemand erinnerte sich mehr an all die seltsamen Ereignisse. Und so wechseln die Jahreszeiten. Aha, so wird es also passieren. Machen wir Timeskip? Was passiert? Shit, es kommt der Timeskip. Aber nicht bis April. Noch haben wir etwas Zeit. Es geht mir ab. Kennen wir uns noch alle? Anscheinend schon, ja? Ja, sozusagen, ne? Vielleicht haben wir auch alles vergessen. Auf jeden Fall. Eigis. Ja, wir kennen uns wirklich alle nicht mehr. Das Mädchen. Shit, wir haben wirklich alles vergessen. Aber wir haben was ausgemacht, ja, dass wir uns treffen. Nach der Abschlussprüfung. Was? Die wohnt bei uns im Wohnheim oder weiß das gar nicht? Irgendwas ist hier nicht ganz logisch. Sanada zieht aus, klar, er ist im dritten Jahr, der geht. Den kennst du aber, oder? Scheiße, wir haben alles vergessen.
Wie mies. Oh, ist das mies, oder? Komm mal rüber hier. Oh nein, sie rennt weg. Vielleicht kann sie sich erinnern. Also irgendwas ist noch im Gedächtnis, nur es ist nicht greifbar. Der Unterricht ist für heute vorbei. Hallo, es geht weiter. Wir sind im März. Und wir können wieder Sachen unternehmen. Ja, okay, Leute. Ich hab's mir fast gedacht, ne, dass vielleicht noch was kommt. Und es kommt tatsächlich noch was. Deswegen, okay, wir beenden das Ganze hier. Wir können tatsächlich noch irgendwelche Social Links hier noch machen. Ist ja verrückt. Ist wirklich verrückt. Vielleicht haben wir noch den März noch zu gehen. Vielleicht können wir auch die Social Links alle noch hochbringen. Das wäre ja richtig geil. Egal, werden wir das nächste Mal noch sehen, Leute. Aber das war der große Kampf gegen Nix. Werden wir uns wieder erinnern können? Werden wir uns wieder treffen? Wir haben es ja ausgemacht nach der Abschlussprüfung, die dann wahrscheinlich auch noch kommt. Ja, okay, Leute, dann beenden wir die Folge so, wie sie jetzt ist. War ein heftiges Finale, sehr emotional, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Richtig krass. Und ich hoffe, da kommt noch was Cooles. Das werden wir sehen, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und danke, dass ihr eingeschaltet habt und so lange auch geguckt habt. Peace out.